Okay. Pass auf. Wir nehmen uns jetzt dieses Lock-Ding und platzieren das hier oben. Bild, Bild. So, jetzt geht's ganz normal weiter. Ohne diese ganze Sache. Timer brauchen wir nicht. Gut, und dann geht's hier los. So, dann fahren die hier. Und fahren hier. Und dann geht's erstmal nach unten. Wenn das denn gehen würde, was aber nicht funktioniert irgendwie, komischerweise. Hallo, kann ich auch nach unten fahren? Ich würde super gerne nach unten fahren. Wir testen es einfach mal. Hä, geht wenigstens nach oben? Hä, jetzt funktioniert's. Ah, jetzt. Guck mal. Und dann bilden wir das hier. Und dann geht's hier runter. Und dann wird es hier gerade. Und dann schießen die wieder hier raus. Pam! So, und nun? Können wir jetzt auch wieder die andere Ansicht haben, bitte? Ich möchte das nicht mehr. Oder sind wir noch unter Wasser? Das kann natürlich alles sein. Nee, jetzt sind wir wieder über Wasser. Alles klar. Gut. Da geht's hier ganz normal weiter. Können wir hier eigentlich auch sowas machen wie... wir müssen erstmal nach unten. Okay, machen wir hier noch einmal. Zack. Okay, und da unten rein kommt dann ein bisschen Water. Nein! Oh Gott sei Dank. Okay, zack. Das stimmt soweit. Super. Und dann müssen wir es nur noch schaffen, da drüber zu ballern. Hä, kann ich da jetzt auch weiterbauen dran? Das ist mir ein bisschen suspekt. Hallo. Ach ja, guck mal jetzt. So, zack. Bild. Und dann fangen wir hier langsam an, so eine Kurve zu drehen. Ah, ganz steil geht natürlich ein bisschen schlecht. Das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen döflich. Nee, das will ich auch nicht. Wieder weg. Bin gerade am überlegen, sollen wir das hier vielleicht, guck mal, die haben doch bestimmt genug Schwung, um hier mit ordentlich Schmackes rauszukommen, oder? So. Und dann werden die hier oben, gehen die mal so. Das ist jetzt natürlich sehr schwierig hier. Okay, und dann wird das ganze Ding wieder so ein bisschen abschüssig. Geht es? Wird es jetzt abschüssig? Ich glaube, das nimmt Fahrt auf, ja. Aber das möchte ich so nicht eigentlich. Das möchte ich eigentlich schon... so haben und dann geradeaus und dann mal ein ordentliches Stück nach unten.
Das ist voll schwierig hier zu bauen, Leute. Das ist einfach... Nein, das geht jetzt wieder gerade. Nee, geht nicht. Scheiße. Nee. Okay, und dann so ein bisschen nach vorne. Zack. Und dann geht's hier wieder um die Kurve. Und dann kommt noch ein so ein Teil, wo es dann nochmal nach oben geht. Und zwar so. Es müsste steiler nach oben gehen, das wäre irgendwie cooler. So, dann geht's hier oben ein Stückchen gerade. Und dann geht's in ein Loch. Okay, jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen, dass es sich hier perfekt wieder verläuft. Nee, warte, hier geht's hoch. Nee. Oh Mann, das ist gar nicht mal so leicht jetzt hier. Das war eigentlich anders geplant. Nochmal zurück. Okay, und nach oben. Nee, das wird auch nichts. Scheiße. Nee, doch, das wird was, ich sag's euch. Das wird toll. Nein! Okay, wieder zurück. Wir müssen das hier auf jeden Fall früher hinbiegen. So, und jetzt geradeaus und dann kommt hier die Kurve und da und das geht dann nach oben. Und das ist dann der Anschluss. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, dann machen wir mal gleich eine Testfahrt. Aber zuerst brauchen wir dafür jetzt erstmal was zum Hinfahren und Wegfahren, logischerweise. So. Und der Anlaufsteg wird bis hier nicht... Wird bis hier unten gemacht und dann geht von hier aus ein wunderschöner Weg dahin. Und von da aus führt der Weg hier runter. Ist doch scheiße. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Okay, und dann sind wir da. Okay, jetzt haben wir es soweit erstmal. Ich hätte gerne dazwischen durchgekonnt.
Das funktioniert aber nicht. Also machen wir alles nochmal weg. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass ich jetzt hier Probleme habe. Und was ist, wenn ich das einfach so mache? Der Ausgang kommt dann dahin. Das ist natürlich nicht so einfach. Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Okay. Terraforming, Terraforming, Terraforming. Okay, jetzt können wir uns das antun, indem wir so, so, so. Dann noch mehr Terraforming. Und zwar geht es dann... Nein! Da, da, da und da. Das nenne ich doch mal schön. So, und jetzt machen wir das hier auf. Und nennen das... Potato Splash. Potato Splash. Nee. Splash. Bam. Was können wir dafür alles einstellen? Nicht. Ride Music. Waiting Time. Da können wir auch keine Train Settings vornehmen. Aber 14 Trains können wir da theoretisch draufstellen. Das ist ja immer cross hier. I'm not paying that much for Potato Splash. Da ist ja auch noch nicht richtig eröffnet, würde ich fast behaupten, ne? Aber wir könnten jetzt natürlich auch wieder den Fehler hier beheben. Und könnten die Warteschlange einfach ein kleines bisschen kürzer nochmal machen. Wenigstens den einen. Weil ansonsten ist es halt echt schwierig. Dann müssen hier wahrscheinlich auch noch ein paar Attraktionen, beziehungsweise die können ja tatsächlich hier so in die Mitte und sowas. Gucken wir uns das mal an. Also zunächst mal brauchen wir natürlich wieder Toiletten. Ansonsten wären ganz viele Leute wahrscheinlich verloren bei dem ganzen Wasser, was hier rum ist. Popcorn braucht man. Softdrinks braucht man. Dann braucht man natürlich noch ein bisschen Bubble Tea. Und Chinese Food. Wir machen hier immer so eine schöne Meile hin. So, und dann... Gucken wir mal, was ist das hier, was wir jetzt gerade da haben? Das sind Burgers, das braucht man nicht. Unsere erste Wasserbahn ist also nun endlich fertig. Doch leider ist der Park an dieser Stelle noch etwas leer. Die Besucher bleiben aus. Wir müssen etwas unternehmen. Ich würde mich sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.